Herzlich willkommen zurück zum LS15, zum letzten Part vom Soilmod Tutorial. Und wir klappen die Erntemaschine auf und legen hier doch mal los, verdammt. Auf ein fröhliches Ernten. So. So, wir schauen jetzt mal, was bei der ganzen Geschichte an Ertrag rumkommt. Aber es sollte mehr als das, was wir im Bunker haben, sein. Also wir haben, nochmal zur Erinnerung, im Bunker 10.905. Und das sollte auf jeden Fall mehr geben. Das ist natürlich jetzt kein großes Feld. Es gibt jetzt, wenn, dann auch nur geringfügig mehr. Aber es wird mehr geben. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwo schon Unkraut haben. Wir suchen mal hoch. Aber ich sehe bisher kein Unkraut. Wir können ja mal unten auf die Anzeige achten. Unkraut vor... Unkrautbefall. So. Die dritte quasi von unten. Vierte von oben. So. Geht's wieder eine Kurve? Nee, noch einen lassen wir aus. Und weiter geht's. Und hier? Nee, auch hier sieht so aus, als wäre hier kein Unkrautbefall. Finde ich gut. Finde ich gut. Wieder zwei auslassen. Und auf geht's. Nee, wir haben echt Glück. Ich glaube, wir haben echt richtig Glück. Dachte ich, vorne mal ein bisschen Unkrautbefall. Aber, mein Gott, Unkraut ist jetzt für uns auch nicht schlimm. Denn es nimmt dir Feuchtigkeit und Nährstoffe weg. Und da haben wir eh zu viel von beidem. Also Unkraut könnte sogar uns zu unserer Ernte gut tun gerade. Es ist übrigens auch so eine Sache, wenn ihr merkt, dass es geregnet hat und so weiter und am zweiten Tag oder ihr kriegt das halt nicht mehr trocken, dann bekämpft einfach das Unkraut nicht. Weil wenn ihr das Unkraut nicht bekämpft, dann nimmt es euch schön Feuchtigkeit weg und schön Nährstoffe weg. Und das ist genau das, was ihr wollt. So. Oh, da sind wir schon voll. Schmeißen wir hier mal den Motor an. Fahren wir schön zum Abtanken, wie sich das gehört. Und bin ich gleich mal gespannt. Wir haben jetzt ein Drittel ungefähr. Gucken, wie viel da wieder rauskriegen. Das ist ein Drittel. Es wird auf jeden Fall mehr. Also man kann es ja jetzt schon absehen. Wir sind jetzt schon über 4000 Einheiten. Und es wird auf jeden Fall mehr. Na komm. Das können ja so einfach rein switchen. Das Rohr wieder rein. Und Feuer. Was ihr auch tunlichst vermeiden sollt, ist zwischen. Also es kommt, da kommt es auch ein bisschen auf die Pflanzenart an, aber zwischen Strohablage und Chopped Straw umzuschalten, wenn ihr es nicht aufsammeln wollt. Das kann echt blöd sein. Also blöd werden nachher von den Nährstoffen her.
Weil damit habt ihr dann unterschiedliche Nährstoffwerte in eurem Boden und das ist immer ekelhaft. Das ist nicht schön. Nur mal als Beispiel jetzt bei Weizen. Für Weizen wäre es, wenn ihr die Schwade habt, wären es 2. Entweder wenn ihr pflügt 2N, wenn ihr grubbert 1N. Wenn ihr aber Stroh als Chopped Straw wie hier habt, dann wäre es, wenn ihr pflügt 1N und 1 PK und wenn ihr grubbert 1N. Also wenn ihr komplett grubbert, wäre es egal. Wenn ihr jetzt aber pflügt, habt ihr bei Schwaden und nicht Schwaden unterschiedliche Düngewerte. Also unterschiedliche Düngewerte. Dann wird an der einen Stelle 1N weniger, an der anderen Stelle 1 PK mehr. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sollte man tun, nichts vermeiden. Deswegen Felder immer gleich behandeln. Da oben sehen wir auch schön Unkraut, da hinten schon in voller Blüte. Da gehen wir dann zum Abschluss dann auch nochmal hin. Gucken uns das da an der Stelle genau an. Ja, gleich Feldende, gleich haben wir auch die letzte Bahn. Jetzt. Ja, einen müssen wir uns noch wegnehmen. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall nicht keine 14.000 komplett raus, sondern es werden wahrscheinlich so 12. Vielleicht. Ja. Sowas in der Richtung. Fahren wir einen Schritt schneller. Auf geht's. Ja, haben wir jetzt hier wieder bei der Hälfte auf oder? Muss ja eigentlich, ne? Eigentlich müsste es da genau an der Stelle, ja, ein bisschen mehr können wir fahren. Können wir jetzt gleich mal abtanken, selber fahren, wenn wir bis zum Ende durchkommen. Kommen wir durch. Ja, wir kommen durch. So. Fahren wir mal kurz abtanken. Um dann die letzte Runde zu fahren. Halt. Und nach der Runde, also die werden wir den Drescher noch mal fast voll kriegen. Gucken wir uns dann das Gesamtergebnis an. Und dann seht ihr auch, dass es sich lohnt. Also diese Arbeit sich zu machen lohnt sich und ihr kriegt auch das Geld, was ihr bezahlt habt, durch mehr fürs Düngen als mit Vanilla. Aber das Geld kriegt ihr wieder raus, wenn ihr es gut macht. Und mit gut meine ich nicht perfekt. Mit gut meine ich das, was wir jetzt hier auch gemacht haben. Wir haben keine perfekten Werte. Wir hatten sogar am Ende noch mal eine Regenschauer mit drinne, die uns die Ernte so ein bisschen verhagelt hat, in Anführungsstrichen. Aber das ist, wie ihr gesehen habt, alles nicht weiter schlimm. Den Sachen kann man überall leben. Na, passt. Er macht schon, also ich wollte es gerade schon ein bisschen nach rechts justieren, aber brauchen wir nicht. Fahren wir direkt nach links, dann machen wir das direkt links da weg. Obwohl, dann müssen wir eh dahin zum Abtanken. So. So, sehen wir, seht ihr auch nochmal gut, wir haben hier immer noch 86% Feuchtigkeit. Und wir hätten natürlich heute am Erntetag, am zweiten Tag, zwei Möglichkeiten gehabt. Wir hätten es morgens direkt ernten können oder abends, wir haben ja ein bisschen auf
vielleicht noch eine Hitzewallung oder was spekuliert, dass wir nochmal ein bisschen Feuchtigkeit verlieren. Dem was nicht soll sein. Wir hätten natürlich jetzt auch noch einen Tag warten können, um morgen nochmal zu spekulieren, aber morgen ist auch Bewölkung vorhergesagt. Da kann es natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Das heißt, da kann es auch mal ganz schnell sein, dass es da regnet, wenn es bewölkt ist. Und dann hätten wir es uns richtig versaut. Da wäre das komplette Feld auch bei 100% gewesen. Und das wäre richtig, richtig kacke gewesen. Jetzt sind wir bei 86, eins davor. Das ist auch nicht optimal. Aber es ist immer noch eine ganze Ecke besser, als wenn wir 100 hätten. So, letzte Bahn. Mal gespannt, nimmt da alles mit? Ja, nimmt alles mit. Na, das vielleicht nicht, doch auch. Vorne lassen wir wieder ein bisschen was stehen, weil da haben wir vorhin beim Einlenken ein bisschen verkackt. Und wir haben jetzt schon mehr, als im Bunker war. Aber wir haben im Let's Play alles aufgesammelt und wir sammeln auch jetzt alles auf. Das heißt, wir fahren hier nochmal kurz drüber. Gucken, ob wir hier noch was kriegen an der Stelle. Aber das ist nur die Textur, die da fehlt. Da haben wir sauber gearbeitet. Dann sammeln wir das noch mit. Wir wollen ja eine ganz genaue Zahl wissen. So, Rüssel raus. Brauchen wir auf jeden Fall den Anhänger. Ja, der geht jetzt gleich voll. In Zugmaschinen passen übrigens 10.000 rein. Wird jetzt noch 500 Einheiten, aber da stehen bleiben, genau. Wir haben 900 Einheiten mehr von dem Feld. Circa. Das können wir gleich gut sehen, wenn wir in die Zugmaschine einsteigen. So, steigen jetzt um. Und wir haben 11.841, das sind fast, in Anführungsstrichen, ne, weil noch 80 circa, nämlich 80, 60, 64 fehlen noch, bis es 1000 wären, aber fast 1000 Einheiten mehr, obwohl das Ergebnis nicht optimal war. Das dürft ihr nicht vergessen, das Ergebnis war unter keinen Umständen optimal, was wir hatten. Es war ein suboptimales Ergebnis, weil wir am Ende noch Regen hatten und die Ernte ein bisschen verregnet wurde. Ihr seht ja 86% und 7N auf dem Feld. Das ist nicht gut. Das hätten wir auch noch anders lösen können. Also, was heißt anders lösen können? Wir hätten direkt morgens in der Nacht anfangen können zu dreschen. Dann hätten wir allerdings 8N Nährstoffe. Das versteht ihr, alles nicht so optimal. Jetzt gucken wir hier mal, was das Unkrautgedöns macht. Wir sehen hier, machen die erstmal pH-Wert. Ja, die gehen aber hier oben hin, weil die sind schon ausgewachsen, die stehen schon ein paar Tage. So, pH-Wert wird nicht beeinflusst. Braucht euch bei Unkraut keine Gedanken drum machen. Nächster Wert, Wasser. Da seht ihr hier, 98, 95. Das wird beeinflusst. Seht ihr, 97, 96, 92 hier. Hier finden. Jetzt mal hier weg vom Unkraut gehen, dass wir das mal komplett aus unserem 10er Radius haben, da haben wir 100. Das heißt, Feuchtigkeit entzieht. Zwar nicht 14 am Tag, keine komplette ein, aber es wird entzogen. Gucken wir bei den N-Nährstoffen. Da sehen wir auch hier schon, dass es hier dunkler wird. Das sieht man richtig deutlich. Da hinten ist es schön knallgelb und hier ist es richtig dunkel. Jetzt hier mal drauf gehen. Ja, hier steht natürlich weiterhin 4. Gehen wir weg, haben wir wirklich 4 hier noch? Ja, gut. Man sieht es jetzt nicht an der Anzeige, dass es weniger ist. Doch hier sieht man sogar, in der Masse von dem Großen ist sogar hier eins weniger. Aber ihr seht es ja schon, hier ist der N-Wert richtig bescheiden. Da ist es hier tief orange da, der eine Punkt. Haben wir jetzt so in der Mitte des Bildschirms in der Pflanze. Und wenn wir jetzt nochmal eins weitergehen zur PK.
Da sehen wir auch, da sehen wir halt gleichmäßiges Bild. Das wird nicht beeinflusst in keinster Weise. Also die Unkraut beeinflusst wirklich nur N und N-Nährstoffe und die Feuchtigkeit. N-Nährstoffe entzieht er halt so lange, bis keine mehr da sind, dann gehen die auch kaputt. Und ja, PK wird nicht verbraucht. Feuchtigkeit entziehen sie langsam, also langsamer als normal. Hier seht ihr auch, hier ist auch schon ein bisschen N weg. Und hier reinstellen, ob das noch weniger wird. Ja, hier wird es auch auf 3. Noch 92% Feuchtigkeit haben wir hier. Hier ist auch schon ein bisschen Feuchtigkeit entzogen worden von dem Unkraut. Also auch nicht sonderlich gut. Und das haben wir hier noch anders. Das ist hier noch schön gleichmäßig auf dem Feld. Hier haben wir auch mit Pestiziden und sowas dran gearbeitet. Hier haben wir geackert drauf. Und das müssten wir bei dem Feld jetzt auch wieder hinkriegen. Und ihr habt gesehen, ihr kriegt mehr raus. Es ist auch nicht besonders schwer. Man muss sich halt einmal die Liste vor sich hinlegen mit den Materialien, was welches Material macht. Und dann, bevor man ansieht, mal kurz planen. Das dauert 2, 3 Minuten. Länger dauert das wirklich nicht. Macht kurz ihr auf, nehmt euch einen Zettel, plant ganz kurz und dann ist die Sache gegessen. Es macht einen Heidenspaß. Das kann ich euch versprechen. Das ist was ganz anderes, eine Ernte einzuholen, für die man ein bisschen was geplant hat, für die man richtig gearbeitet hat, als eine Ernte einzuholen, wo man einfach nur stumpf einmal drüber gedüngt hat. Versucht es einfach mal selber. Ihr könnt euch ja einfach mal einen Spielstand machen, hier ein bisschen Geld ercheaten und dann es einfach mal in einem Feld probieren. Und ihr könnt das ja hier auch gerne nachspielen. Dazu müsst ihr das Feld nur abernten. Also ganz normale Björnholm-Map, die dafür vorbereitet ist, Volksholm, DTT-Map, wie ich sie hier habe. Und einfach abernten. Und dann spielt das einfach mal nach. Das Wetter wird natürlich nicht dasselbe sein. Vielleicht habt ihr mehr Glück, dass ihr keinen Regen habt oder dass ihr es vorm Regen die Ernte eingeholt kriegt. Und am ersten Tag haben wir angefangen, am ersten Spieltag. Und dann wartet, wartet ab, was passiert. Es wird auf jeden Fall einen Heidenspaß machen. Ich verabschiede mich von euch. Aus diesem Hochstand hier. Wo wir nicht hochkommen, kommen wir gleich hoch. Und wir sehen uns auf jeden Fall bestimmt im nächsten Tutorial oder im Let's Play wieder. Kommt man sogar hoch, aber nicht rein. Oder wir sehen uns, wie gesagt, im Let's Play wieder. Da spielen wir auch mit Zäulenmord. Lasst euch überraschen, was wir da noch alles tun werden, wie viel Ernten uns da verhageln wird oder wie viel Ernten wir da mit Bravour abstauben werden. Ich bin mal gespannt, wenn wir mal hinkriegen, dass das Feld wirklich optimalste Werte hat. Ja, bin ich echt mal gespannt, was wir dann an Ernte mal da rausholen. Das kriegen wir bestimmt auch mal hin bei dem kleinen Feld hier. Und ich bin dann raus für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Es mir hat Spaß gemacht. Bis bald, euer Nemesis.